Okay, wir sind wieder zurück. Der L5N1 und Q3 Cloud mit Dead Space 3 in Hardcore-Modus ohne Rig-Upgrades. Wir sind jetzt in Kapitel 5 und bevor wir hier reingehen, gehen wir nochmal raus und prüfen gleich den Außenbereich der Terra Nova. Denn da gibt es nämlich auch noch was zu entdecken. So, hier gibt es nochmal ein Waffenteil. Das ist ein schwerer Standardrahmen, mal wieder. Und dann, ja, schreite voran. Immer wieder gern. Can fliegen, I believe I can fly. Ich auch, ich komme. Denn hier draußen gibt es noch ein Artefakt. Ja, auch Minen sind dabei. Und eine große Kiste mit ein bisschen Stuff drin. So, ich begebe mich gleich mal zur Mine. Ja, zur Mine. Da auch hin. Und zwar zum Artefakt, was hier unten ist. Das fliegt so ein bisschen im Weltall rum. So, die Mine ist schon weg. Ne, da ist er. Treffe ich von hier noch nicht. Oh. Egal. So, hier ist das Artefakt. Schwebt so schön im All herum. Scaff. Okay. Passt schön auf, hier kommen ja diese Kugeln Ja, diese angeflogen. Monster da. Ja. Die Teile an der Wand. Eins ist erledigt. Wir waren auch noch irgendwo drei. Da. Ja, die zwei sind auch nicht mehr da. Kleine Alienbeutel. Oh, toll. Und hier ist dann noch eine große Kiste. Ja, Sauerstoff nehme ich auch noch mal einmal mit. Man kann ja nie vorsichtig genug sein. Dort nicht rein. So, lass uns mal gucken, was hier noch gibt. Klick. Jetzt geht's. Ist eine Platine. Was haben wir hier noch drinne? Ich glaube noch Waffenschaden, oder? Und ein Waffenteil. Militärantrieb. Genau. Also Waffenteil und Platine. Das war's. Und zurück zur Terra Nova. Ah ne, wir sind ja schon da. Ach, die bleibt. Ja, andere Richtung. Richtig. Ja, ist ein bisschen verwirrend hier, weil alles auf dem Kopf steht. Also übrigens hatte ich mir vorhin auch noch die elektrische Aufladung dran gebaut, die wir da in der Greeley gefunden haben. Also unten habe ich jetzt diese Aufladung dran und oben ist dann diese Munitionshilfe, da ich ja sowieso nur eine Waffe benutze. Genau wie bei mir. Hast du auch gemacht, sehr schön. Ja. Mal sämtlichen Schrott erstmal verwerten. So, und bevor wir jetzt hier reingehen, lass uns noch mal nach dem Fortschritt gucken. Warte mal. Fortschritt und Freischaltungen. Denn Kapitel 4 ist ja doch ein wenig komplexer. Jawohl, ist auch auf 100% und hier kann man gleich auch schon sehen, es ist Hardcore-Modus. Also nichts schwierig, nichts unmöglich, sondern wirklich Hardcore. Ist alles erledigt hier auf 100%. Kapitel 3 und 2 war auch schon erledigt. Jawohl. So, dann können wir jetzt mit Kapitel 5 weitermachen. Tritt ein, bring Geld herein. Oder so. Schauen wir mal nach einem neuen Anzug an. Ach, der steht dir.
Wenn du sagst, dass er mir steht, dann behalte ich ihn auch. Da fällst du wenigstens schön mit auf. Meinst du, dass die Gegner dann schön auf mich abzielen? Das hast du jetzt gesagt. Hör doch mal auf, Mensch! Das ist ein Fahrstuhl! Meinungsverschiedenheit. Ach ja, Quatsch hier. Mehr mit deinem roten Anzug hier. Hau dich! Hau dich! Mit deinem dämlich alten Technikeranzug. Ja, der kann was ab, du. Der hat Spitzen. Ohne dass der noch existiert. Der müsste schon Blutspuren haben. Kratzbissspuren, alles drum und dran. Vermutlich eine Nachbildung. Ja. Achtung, Energiereserven sind auf Standby. Frachtfunktionen sind offline. So, hier achte mal da drauf. Schiffsrekorder ein. Alle bereithalten für Drosselung. Okay, Edwards, es kann losgehen. Verstanden, Val. Auf der Brücke heißt das für dich immer noch Commander. Schon klar, Schätzchen. Retroschub aktiviert. Wow, ruhig, Brauner. Das Lochboot hat angelegt. Vielen Dank, dass Sie mit der Terra Nova geflogen sind und willkommen am Arsch des Universums. Okay, Leute, beeilen Sie. Das ist auch der Luftboot. Sikorsky, du rufst Admiral Graves. Kettle, du meldest dich bei Cargo. Derweil habe ich mal hier das Artefakt eingesammelt. Das ist hier so schön setzen auf dem Stuhl. Aufnahme Ende. Festgeklebt. Schiffsrekorder ein. Alle so, hier oben links gibt es noch eine Platine. Okay, Edwards, es kann losgehen. Und ein Textlog. Auf der Brücke heißt das für dich immer so. Noch Commander. Du kannst hier. Du kannst das jetzt hier machen. Darf wieder hacken? Ja. Zeig, was du kannst. Das Lochboot hat angelegt. Vielen Dank, dass Sie mit der Terra Nova geflogen sind und willkommen am Arsch des Universums. Okay, Leute, Beeilung jetzt. Sikorsky, du rufst Admiral Graves. Kettle, du meldest dich bei. Und es funktioniert. Isaac hier. Sieht aus, als wäre unser Shuttle hinten im Schiff. Ich aktualisiere jetzt unsere Ortungssender. Ich will nur hören, dass es uns zum nächsten Raumfahrtweg bringt. Wenn wir es wieder flott kriegen. Laut Diagnoseprogramm ist es ein Schrotthaufen. Wir kriegen es doch wieder flott, also hier wird oder? Auch nochmal sehr schön der Anzug beleuchtet. Im Hintergrund ist diese große Videoleinwand. Und es wird eine Seite von meinem Anzug beleuchtet. Wir hin? Wenn ich mich hier so mal so komplett rumdrehe, ja, eben war es schöner so, kann man richtig schön sehen. Vorne ist dunkel und hinten ist etwas beleuchtet. Also sehr schön. Respekt an die Licht... An das Licht, an die Technik. Fahren. Komisch, keine Monster? Ist ja langweilig. Der schockigste Moment, wenn man das erste Mal Dead Space 3 zockt. Ich habe mich so erschreckt. Vor allem ist es auch dermaßen laut hier. Eigentlich ist das Ding total über. Frachtraum. Macht schon wieder Schaden ohne Ende. Mein Gott, dass die Viecher nicht sterben wollen. Na, wenn du so mit Schrotflinte da hinten rumschießt. Ich muss, glaube ich, die Waffe nochmal. Ja, doch, es geht. Aber die Telemetriespitze da, die hat irgendwie keinen Schaden, die macht es nicht so schön wie der Militärantrieb. So, hier ist nochmal ein Hydrauliktool, das ist nochmal das nächste Waffenteil. Ja, ich bin auch so eher der Fan von den ganzen Projektilwaffen, also nicht so unbedingt diese Speerspitzen oder Elektrizitätswaffen, das ist alles nicht so meins. Oder dafür sind sie bei den Monstern umso besser. Wo war denn der jetzt gelandet?
Also bei mir liegt er da vorne. Mir hier hinten. Lustig. Was ich noch gut finde, ist dieser Telemetrieaufsatz. Das ist noch okay hier. Wenn man so einen Diffraktionsring hat und den richtig aufmotzt, dann kann man schon ein bisschen was austeilen. Und diese einhändige Niet-Pistole, die ist auch eigentlich recht gut, wenn man die gut ausstattet gegen diese kleinen Menschen-Zombies hier, die so die halb verhungerten. Auf dem Planeten dann gibt. Give me more supplies. Weit weg, oder? Ah, hier oben ist noch eine. Jetzt. Ja, kommst du nicht ran mit Chinese hier. Das geht nur, wenn du voll upgraded bist. Hab ich mir meinen ersten Sucherbot. Hier, achte mal da drauf. Wow. Carver spricht mit meiner Stimme. Ein alter Sucherbot. Mhm. Könnte noch nützlich sein. Such, du Hund. Oh, das war synchron. Man sieht's nur nicht. Ach ja, sehr schön. Ein weiterer Tag, an dem ich durch den Dreck krieche. Für Sie. Die Sucherbots machen auch alles synchron. Ihr dreht, jetzt fahren sie langsam los. Jetzt drehen sie sich nochmal. Jawohl, sehr schön. Und dummes Zeug erzählen sie bei mir. Ach, du hast die Bots mit Persönlichkeit, gell? Ich hab doch alles von Dead Space. Wenn ich hier weiterhin Gliedmaschen finde, muss ich die Polizei verständigen. Sie laufen doch nicht rum und schießen. Na, du traust ja was zu. Nicht, Sir. Erwähnt schon den. Was? Was? Lebt ihr immer noch? Mensch. Zweimal draufgeschossen. Jetzt werden sie langsam frech. Klein, yeah. Langsame Schussrate hast du jetzt auch, wa? Mit dem. Mit der Telemetriespitze hier, die du unten drauf hast. Nö, ich setz inzwischen. Wow, 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 wow! Wow! Oh! Jetzt hab ich nicht aufgepasst, sorry. Oh, man gut, ich bin nicht draufgegangen. Die haben noch nicht so eine Power. Spät. Also im späteren Verlauf dürfen wir das nicht. Darf uns das nicht passieren. Dann sind wir tot. Ich fand diese Infektoren vom ersten Teil fand ich noch interessant. Die sich so richtig schön an die Leichen dran gequetscht haben, haben die dann infiziert und dann sind sie als Zombies rumgelaufen. Beim Teil 1 und Teil 2? Ne, Teil 2 nicht mehr, da wüsste ich jetzt nicht. Hier ist ein Textlog. Also im Teil 2 waren die da auch? Solche fliegenden Monster, die Viecher, die irgendwie einen Schwanz in den Mund von dem Typen geschoben haben ja, und dann verwandelt. Doch, im zweiten Teil gab es die auch. Echt? Ja. Das ist gar nicht mehr im Blick hier. Wo gibt's denn die da? Weißt du das ungefähr? Nein. Kann ich dir jetzt so auf Anhieb nicht sagen. Schon eine Weile her. Damals, ja. Damals in der guten alten Zeit. Richtig, da gibt es noch irgendwas Platinen. Hier gibt es Schaden. Das tausche ich mal aus für Nachladen. Platine. Nee, das ist Feuerrate. Das wollte ich nicht. Schaden.
Letztens habe ich mit einem gespielt, da ich ja auch keine Rig-Upgrades hatte auf diesem Unmöglichkeits-, also auf diesem Standard-Safe-Game. Der hat das natürlich gesehen und ich bin dann auch so mit einer, naja, 0815-Waffe rumgerannt. Da hat er mir erstmal Platinen gegeben. Schaden und Feuerrate. Weil ich mich gedacht habe, was soll ich denn damit? Erstmal angenommen, verkauft. Erstmal die richtigen hergestellt, diese 3 plus 3er. Er konnte mir ja nur 2 plus 2 geben. Man müsste das ja auch mal machen. Einen Run machen, wo man nur mit random Leute spielt. Denn erstmal gucken, wie die sich so anstellen. Und dann hast du ja ein ständiges Hin und Her. Lange halten die meisten sowieso nicht durch. Die hauen ja schon nach ein paar Minuten dann wieder ab. Echt langweilig ist, wenn die Leute wieder abhauen. Vor allem, wenn du dann in einer Koop-Mission bist, bist du fast am Ende. Und dann denkt der sich einfach mal, naja, ich gehe jetzt mal. Und dann war's das. Erledigt der Fall. Musst du nochmal machen. Solange du nicht abgeschlossen hast. Oder, ja gut, klar, wenn du nicht beendet hast, kannst du zwar dann auf Speichern und Beenden gehen, aber dann hast du nur den, bis zu dem Fortschritt da die Sachen eingesammelt. Naja, ich gehe mal schon mal vor und mach mal hier diese kleinen Dinger tot. Ich komme. Wenn du dir hier wieder an einer Bank rumspielst. Ich muss mir wieder ein paar Pornos reinziehen. Ich will auch so ein Upgrade haben, Mensch. Das ist bei Duke Nukem so geil. Jedes Mal, wenn du da an einem Rechner rumfummelst, dann macht der irgendwelche Frauenhintergründe. Das ist cool gemacht. Oh, 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 oh. Nein! Ich hab auf den Bauch geschossen. Schande über mich. Naja, so können wir wenigstens noch mal ein bisschen mehr kriegen. Ups. So. Also aufladen. Oh, das wird später lustig. Ja, da gibt's eine Platine. Plus 1 nachladen, plus 1 Schaden. Jawohl, wird gleich erstmal wieder ausgestattet. Was? Ah, da kommt er. Hier ist auch noch mal einer gewesen, hier kannst du noch mal ein Objekt holen. Okay, wie der sich bewegt, wenn er kniet. Also hier gibt, kann man mit diesen Teilen, mit diesen, das sind vorderen Äxte. Achtung, was ist denn jetzt los? Suchkollision registriert. Mit diesen vorderen Äxten gibt es auch noch eine Errungenschaft, und zwar muss man damit 40 Leute killen, also 40 Zombies. Leute, irgendwas blockiert das Bahnsystem. Cargo Ops sollte in der Nähe sein. Man kann die Schienen von dort aus sehen. Danke, Bucko. Ich sehe mir das mal an. Bucko. Bucko. Müssen wir uns gleich ein dämliches Video reinziehen? Video? Ich? Warte mal. Was verpasst? Wie? Nee, doch mit diesem telekinesisch Mann. Ach ja, das kommt ja auch noch bald. Ja, gleich so. Also bei den Teilen hilft immer so schöner Raketenwerfer. Zack, einmal drauf und fertig. Ich weiß gar nicht, hatte ich das mit dir gespielt oder mit irgendwen anders? Wie lang gelaufen? Naja, das Ding schien tot zu sein. Oh, ich gehe hier hin. Ja, doch, die Waffenbox liegt hier. Ich gehe hier hin, gucke hier, wo ist denn diese Waffenbox hin? Weg. Und
es bewegte nur den Kopf hin und her. So, ich stehe hier, der Typ steht ungefähr hier. So. Ja, das war ich. Ich stand hier und er hat mich dann getötet. Genau, und der Arm geht an mir vorbei und zack, drauf, tot gegangen. Was ja, fand ich auch lustig. Vor allem, das Ding war schon tot. Was? Wenn ich wieder rauskomme, soll ich dann alle Ressourcen für mich sparen. Hier ist jetzt Cargo Ops hier oben. Du hast nochmal gerade das Audiolog aktiviert, das machen wir gleich nochmal. Hier machen wir den nächsten Cut und dann machen wir den kompletten Cargo Ops mit Bahnstation bis zur bis zum Comptower. Valerie, du schuldest mir was. Jawohl. Okay, bis später. Bis dann.